Ich als letzter Redner der heutigen Gedenkstunde zu Ehren der Terroropfer in Paris ist jetzt der Co-Obmann der NEOS, Matthias Strolz, am Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Regierungsmitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Angst geht um, nicht nur in Paris, nicht nur in Frankreich, sondern auch viele hundert Kilometer entfernt hier bei uns. Für den Moment haben die Terroristen ihr Ziel erreicht. Sie wollten Angst verbreiten, Schrecken verbreiten. Und die Angst, die werden wir nicht abschaffen können. Sie gehört zu uns als Menschen. Und anlässlich solcher Brutalität und anlässlich solcher Feigermorde an Journalisten, an laizistischen Journalisten, an Juden, an Polizisten ist die Angst eine natürliche Reaktion. Wir können sie nicht abschaffen, aber wir können sie überwinden. Um zu beweisen, dass wir vor dem Terror nicht kapitulieren. Wir werden als liberale Demokratie nicht weichen. Wir lassen uns als Europäer die Wertegemeinschaft nicht zerschießen. Europa ist stärker als das Maschinengewehr. Das ist außer Zweifel für mich. Was macht dieses Europa aus? Was ist das pulsierende Herz von Europa? Es ist unser humanistisches Erbe. Es ist der Geist der Aufklärung. Es sind die Menschenrechte, es sind die Bürgerrechte. Unsere liberalen Demokratien bauen darauf auf, dass wir Menschen unveräußerliche Rechte haben. Ausgestattet mit unveräußerlichen Rechten, unabhängig von Geschlecht, von Alter, von Staatszugehörigkeit, von Religion. Wir sind frei und gleich an Würde geboren. Frei und gleich an Würde geboren. Und daraus erwächst die individuelle Handlungsfreiheit, daraus erwächst die Meinungsfreiheit, daraus erwächst die Pressefreiheit, daraus erwächst die persönliche Entfaltung, daraus erwächst auch unser Wohlstand, behaupte ich. Daraus erwächst auch unser gesellschaftliches Wohlbefinden und daraus erwächst auch unser Reichtum, ideell wie auch materiell. Und wir werden diese Werte verteidigen. Wir werden sie als liberale Demokratie verteidigen, sowohl als auch mit der vollen Härte und Konsequenz des Rechtsstaates, aber auch mit den Waffen des Humanismus und der Aufklärung, die das sind Vernunft, die das sind Respekt und die Gabe der Unterscheidung des Geistes. All diese Zutaten werden wir brauchen. Der Sicherheitsapparat ist gefordert. Wir brauchen die Entschlossenheit des Rechtsstaates im Umgang mit Extremisten, mit Gewalttätigen. Da gibt es einen eindeutigen Platz, wo die hingehören in unserem Rechtsstaat, nämlich hinter Gitter. Dafür müssen wir unentwegt sorgen. Gleichzeitig im Lichte der aktuellen Diskussion, in der viele undifferenzierte Fantasien der Repression aufstehen, möchte ich betonen, dringender und wichtiger als der Ruf nach gepanzerten Fahrzeugen ist meines Erachtens die Frage, ob wir die richtig ausgebildeten Menschen haben und damit die Fähigkeit, um einerseits die Sprache und die Kultur jener Menschen zu verstehen, die uns offensichtlich so fremd sind, einerseits. Und andererseits, und hier müssen wir differenzieren, ob wir die Fähigkeit haben und die ausgebildeten Menschen und das Wesen und die Beweggründe jener zu entschlüsseln, die unsere Gesellschaftssysteme zerstören wollen. Dringender und wichtiger als das Zusperren von offensichtlich fragwürdigen Dialogzentren ist für mich das Aufsperren und der Aufbau von lebendigen, von wirkmächtigen Dialogzentren, die eine Plattform und einen Ort der Begegnung und des Austausches kreieren. Und dringender und wichtiger als die Wiedereinführung von grundrechtswidriger Vorratsdatenspeicherung ist die Umsetzung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheits- und Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union. Verstehen wir die Sprache und Kultur jener Menschen, die uns so fremd sind? Verstehen wir andererseits das Wesen und die Beweggründe jener, die unser Gesellschaftssystem unterminieren wollen? Ich glaube nicht.
Österreich hatte einst eine kaiserlich-königlich-orientalische Akademie. Ich finde das spannend. Damals wollte man sich dem Fremden nähern, damals wollte man verstehen. Und ich frage, wir haben diese damals gewandelt über das Theresianum in die diplomatische Akademie. Aber ich frage, wo ist heute das Zentrum für Islamforschung in Österreich? Wo ist es? Warum sind wir sehr spät und nur sehr zögerlich hier in die Gänge gekommen? Und wo ist das Zentrum für Islamismusforschung in Österreich? Warum wollen wir nicht genau hinschauen? Warum wollen wir hier nicht Wissen schaffen? Haben wir vitale, wirkmächtige Dialogzentren in Österreich? Orte, wo wir in Begegnung gehen. Der Islam gehört zu Österreich. Genauso wie das Judentum, das Christentum, die Agnostiker, die Atheisten, die Laizisten. Wir sind Österreich, wir gemeinsam. Und wollen wir in Österreich, ich zitiere, einen kalten Krieg zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, wie es ein Islamwissenschaftler vor ein paar Jahren formuliert hat? Oder wollen wir Respekt, Austausch, Begegnung, wechselseitige Wertschätzung? Ich will das Miteinander. Aber da müssen wir auch investieren. Und dann glaube ich, da müssen wir einen Teil dieses Geldes, dieses kolportierten dreistelligen Millionenbetrages, hernehmen, um Zentren des Dialogs zu bauen. Das wäre gut investiert. Wir sollten das nicht Saudi-Arabien überlassen. Wer zahlt, schafft an. Dann sollten wir selbst investieren. Und schlussendlich werden wir auf die Angst und den Terror mit der Beschneidung der Grundrechte antworten oder gibt es Alternativen? Sicherheit ist mitunter auf staatliche Gewalt, Aufklärung, Überwachung und Restriktion angewiesen. Doch die Dosis ist hier entscheidend. Das ist wie bei Medikamenten mit schweren Nebenwirkungen. Sie sind nur wirksam, wenn sie wohldosiert eingesetzt werden. Wenn die Dosierung nicht passt, dann kommt es zu Gewöhnungseffekten. Es kommt zur Überdosierung mit Nebenwirkungen, die den Organismus schädigen. Diese Gefahr gibt es auch für demokratische Organismen. Der Blick nach Frankreich zeigt, die Vorratsdatenspeicherung hat Frankreich nicht geschützt. Der Blick in die USA zeigt, das Foltern hat die USA nicht geschützt. Wir müssen die Krisen, die vor unserer Haustür entstehen, frühzeitig wahrnehmen. Wir brauchen Empathie, Antizipation, wir brauchen Wissen. Wir dürfen sie nicht erst realisieren, dann, wenn sie sich bereits in Mord und Totschlag gewandelt haben. Wir brauchen hier eine Außenpolitik, eine Sicherheitspolitik, Nachbarschaftspolitik, die vorausschauend ist, die empathisch ist, die entschlossen ist. Wir kochen derzeit 28 nationale Süppchen. Und die gemeinsame Suppe aller 28 ist allerdings zu dünn, um diesen Kontinent nähren zu können. Und daran leiden wir. Wer Sicherheit, wer Frieden in Europa gewährleisten will, der muss eine gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Nachbarschaftspolitik vorantreiben. Der Frieden fällt nicht vom Himmel, das haben wir wahrgenommen in den letzten Jahren. Der Frieden ist das Ergebnis harter Arbeit, harter Beziehungsarbeit und die müssen wir intensivieren. Die Erkenntnis der letzten Jahre ist, stell dir vor, es ist Frieden und keiner kümmert sich drum, dann kommt der Krieg zu dir. Das ist die Erkenntnis der letzten Jahre und deswegen müssen wir uns mehr als bisher um den Frieden kümmern. Die Europäische Union, Frau Präsidentin, ich bin im Schlusssatz, die Europäische Union ist eine einzigartige Kulturleistung der Menschheit. Eine einzigartige Kulturleistung der Menschheit. Wir haben Großartiges geschaffen im Innenverhältnis und es ist jetzt Zeit, dass wir im Außenverhältnis mehr Verantwortung global übernehmen.